Guten Tag, meine lieben Tierfreunde, ich bin die Miyuki, die verrückte Tiermodi aus dem Internet und das ist meine zweite Episode nach so langer Zeit von Pimp My Hamsterkäfig. Das ist das gute Stück, was wir heute aufpimpen möchten. Ihr seht, ich habe noch Farbe an den Fingers, also das ist hier definitiv gerade alles im Bau. Ich bin daneben noch was anderes am Bauen und zwar von Mayonnaise, meinem anderen Hamster. Der geht nämlich bald aus der Quarantäne raus. Die habe ich nämlich aus schlechten Haltungsbedingungen gerettet. Der Hamster, der jetzt in dieses Gehege, was wir heute aufpimpen werden, zieht, das ist ein Hamster von einem Züchter. Den werde ich dann abholen. Was für ein Hamster hier einziehen wird, da werdet ihr noch ein extra Video zu sehen. Das werde ich, wenn es online geht, unten nochmal verlinken. Und sowieso habe ich ja jetzt einen neuen Videoplan. Den blende ich hier nochmal ein, damit ihr wisst, wann genau welche Videos kommen und wann die Hamstertage sind. Heute geht es sich um das Nagarium Laola. Wieder mal, bei meiner ersten Episode war das das Gleiche. Und das wird jetzt einmal umgeändert. Und zwar habe ich das schon vorgenommen. Erst einmal habe ich den Deckel geändert. Ich habe den komplett aufgeschnitten und dann nehme ich mit einem neuen Gitter hier Klammern gesetzt, damit ich da einfach mehr reingucken kann. Boah, das Zwiebel. Du kriegst bald einen Nachbarn. Ein Zwiebelchen. Das wird so toll. Natürlich bleibt das Ganze nicht so leer. Ich habe mir da wieder was überlegt. Und zwar wollte ich die Thematik mit dem neuen Film von Turning Red oder Rot bisschen umsetzen, der rote Panda, das sieht er gleich auch noch, aber hier fehlen ja Ebenen, die werde ich jetzt mal Stück für Stück einsetzen. Das Miyuki war wieder fleißig. Jetzt kommt einmal die größte Etage, die ich mir da zusammengebastelt habe, mit den Holzdübeln und einer Holzplatte. Die ist auch ziemlich groß, die nimmt fast das ganze Gehege hier ein und dann werde ich auch bis oben hier voll streuen. Sandbad habe ich jetzt noch passend drunter geschoben und jetzt sehen wir, dass das hier eine große Fläche ist. Die Ebenen sind auch größer wie bei meinem ersten Pimp My Hamster Käfig Video, weil wir hier auch einen Goldhamster haben. Also da kann ich jetzt nicht so schmale Wege nehmen, weil das Tier ist halt im Erwachsenenalter ein bisschen größer wie so eine volle Kartoffel, nicht wie so ein fälliger Fleischklops, wie zum Beispiel Mayonnaise. Nichts gegen sie, aber ne, dass eben halt die Größenverhältnisse hier anders sind. So, und dann werde ich hier vielleicht noch in der Mitte eine Ebene machen zur Unterstützung, wenn ich da noch was draufstelle. Und dann kann ich dann schon eigentlich hier Streu reinmachen. Das ist too much for me. Das ist so viel mit dem Streu. Ja. Das ist das Schönste. Schön verteilen und reinfühlen. So, boah. Und das riecht geil. Das ist so typisch, was die Miyuki hier gerne macht. In Streu reinfühlen und also brauche ich da alles verteilen, verteilen. Natürlich kommt da noch ein bisschen mehr rein. Boah, wenn ich mir überlege, ne, wie viele Gehege ich schon eingerichtet habe. Boah, Streu, geil. Jetzt ist das Streu drin. Es wird noch ein bisschen absacken und sie wird auch viele Gänge, denke ich mal, dann darunter bauen. Aber jetzt gehen wir mit den ganzen Extras noch weiter, wie Sand und Zubehör. Sandlawine mit dem Restsand, den ich überhaupt hier noch habe. Guck dir das mal an. Ich möchte nur mal sagen, ne? Chinchilla-Sand ist nicht gleich Chinchilla-Sand. Guckt euch mal da die Unterschiede an. Meine Herren, ist das krass.
Der eine ist total fein, der andere nicht so. Warum ist das so satisfying? Ich weiß es nicht, aber ich mache trotzdem. Wow! Es ist hier reingeklickt und jetzt kann ich statt hiermit verbinden. Und jetzt steht das auch komplett. Kleiner Burgenturm, check. Auf TikTok könnt ihr das komplette Video von meiner Zeichnung von dem Laufrad sehen, aber es muss natürlich auch besonders sein. Ich habe jetzt hier schon für euch das komplette Stück. Da-da-da. Und zwar ist es hier, mein Gott, das Laufrad ist so groß, das ist ja auch für Goldhamster, aber trotzdem. Da ist ja große Laufrad. Es scheint jetzt noch so ein bisschen zu glänzen, weil es auch lackiert ist. Und das kommt hier auf die große Ebene, passend zum Thema von Turning Red. Mit einem roten Panda. Die Scheiben sind hier noch ein bisschen schmutzig wegen dem Streu. Muss ich mal hier ein bisschen schick machen, aber den Rest filme ich dann auch morgen weiter. Aber guckt mal, hier mit einem schlafenden Panda. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott. Ah, sieht so cool aus. Steine an, schaut euch diese Steine an. Ich komme jetzt als Mehrfachkammernholz das erste Mal auf eine Ebene. Sonst stelle ich das immer auf Stelzen. Das habe ich auch wie folgt hier bei Zwiebelchen gemacht. Das Ding ist nur, dass eben halt er sowieso gräbt und auch da hinten zugange ist. Und ich das jetzt so einmal ausprobieren wollte. Sollte ich das nochmal beim Gehege ändern, würde ich auch nochmal ein größeres Mehrfachkammernhaus holen für die Kleine. Aber trotzdem mache ich das jetzt so und wird jetzt hier zum roten Panda noch dazukommen. Lasst mich mich freuen, weil ich mich sehr darüber freue. Und das auch echt ist. Hier haben wir ein nächstes Ding. Und zwar habe ich dann auch passend dazu ein Hamsterversteck gemacht. Also zum Thema zum Panda hier. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Ist jetzt auch extra breit, weil ich weiß gar nicht, wie groß dann der Goldie am Ende wird. Und ja, auch die Farben. Hier alles könnt ihr auf TikTok euch anschauen, wie ich das gezeichnet habe. Ich glaube final, das weiß ich aber noch nicht. Das stelle ich hier mal weg. Das habe ich für die Kamera benutzt. Setze ich das nämlich dann noch hier so hin. So. Hier wird dann alles nochmal. Oh, das sieht so toll aus. Und dann kann das auch so als Brücke nach oben dienen. Die Ebene fülle ich ein bisschen mit Granulat auf. So. Bam. Ein neues Treppenelement hier. Stecke ich dann dazwischen. Ich habe ja schon echt lange nichts mehr eingerichtet. Ne? Das liegt nach meinem letzten Hamster Flobi, der mir so am Herzen lag, liegt das ja schon Jahre zurück. Aber ich finde, für jahrelange Pause und einfach aus Resten quasi machen und auch aus dem, was da ist und ein bisschen neues Material, ist das schon schön. Ich werde aber nochmal trotzdem Update irgendwann drehen, aber das seht ihr dann später auf meinem Kanal. Schaut euch das mal an. Ich finde es super süß. Und ich bin so gespannt, wie mein Hamster es finden wird. Ist da noch ein bisschen umgestellt. Wahrscheinlich wird das nicht final werden. Dieses kleine Gefäß hier, das soll dann auch ein Futternapf sein oder Wassernapf. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Das habe ich aus Mexiko mitgebracht. Hier, das passte dann auch so schön. Ich habe auch noch ganz viele kleine Teile. Die kann man auch noch zu anderen Einrichtungen dann verwenden. Hier das Laufrad mit dem schlafenden Panda. Dann haben wir hier unten natürlich einmal nochmal den Panda. Unten drunter ist wie eine Brücke hier. Dann habe ich hier von Rodipet noch so eine Röhre, die ich nach unten verbuddelt habe. Und noch ein bisschen mit Heu. Hier ein Spielball, da werde ich auch noch ein paar Snacks wie Bananen reintun, also getrocknete Bananen. Hier haben wir einen großen Snackball, den habe ich mir damals geholt,
weil ich den gesehen habe und gedacht habe, ah, der passt ja von der Farbe perfekt dazu. Und hier hinten haben wir dann die Burg, die rein gar nichts zum Thema dazu beizutragen hat, aber ich fand es einfach schön. Eine tolle Idee. Und wenn ich schon das große Sandbad habe, dann mache ich es doch, aber es wird nach 2 Tagen zerstört aussehen. Ich werde es auch festhalten, bestimmt auch auf Kurzvideos, dann mal auf TikTok, je nachdem, wie sich der neue Hamster dann auch entwickelt. Und das ist das neue Gehege vom Neuzugang. Ich finde es sehr schön. Am liebsten hätte ich auch noch direkt einen passenden Hintergrund dazu gemacht, aber es wäre mir auch dann too much red gewesen. Ich wollte einfach nur hier ein bisschen das Thema aufgreifen. Und ich finde es einfach super süß und ich freue mich über eure Kommentare und was ihr dazu sagt. Das war hier mal eben kurz Pimp My Hamsterkäfig 2.0 Episode 2. Hinten seht ihr das, da gibt es auch noch ein Hamstergehege in Agarium. Das werde ich auch komplett neu umgestalten, aber dazu kommt auch noch ein Video. Und ich werde jetzt demnächst auch noch mal ein paar neue Hamster, sprich Kleintiersachen kaufen. Die werden dann noch dazukommen, es ist ein bisschen spärlich, aber das wird sich nach und nach auch noch in Updates zeigen. Also bleibt up to date. Immer montags kommen Hamster-Videos und freitags. Was dazwischen sind, sind Hunde-Videos, Unboxing, Überraschungsvideos. Der neue Videoplan hier nochmal. Ne, danke, dass ihr hier bis zum Ende geblieben seid. Freue mich auch über Leute, die bei TikTok mit dabei sind, bei den lustigen kurzen Videos von mir und meinen Tieren. Und danke an die Community, dass ihr immer noch da seid. Und ja, die Miyuki ist auch nicht mehr da, aber die Miyuki ist wieder da und die Miyuki wird jetzt auch erstmal schlafen gehen, weil wir haben schon ganz spät. Deswegen tschüss mit Ö und gute Nacht, guten Tag und Like da lassen, Abo vielleicht. Wir sehen uns. Tschüss.